So, und damit ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialepisode Clash of Clans mit dem Fred. Heute ist ja der 1. April und deswegen hat es sich Clash of Clans nicht nehmen lassen, mal so einen kleinen April-Scherz rauszuhauen. Dennoch, bei all dem, was wir da jetzt gleich sehen werden, so ein Fünkchen Wahrheit steckt da wahrscheinlich schon drin. Deswegen lass uns das auf jeden Fall mal eben durchgehen. Was wir da schon sehen, ist natürlich Darien und ich möchte jetzt natürlich auch nicht alles zeigen. Wir spulen mal ganz kurz etwas vor. Warte mal. Also Darien, der Community Manager, der erzählt so ein bisschen was und ich möchte mal so die zwei, drei wichtigsten Punkte hier mal eben aufgreifen, was denn so für uns wichtig ist hier. Also, er hat nämlich gesagt, dass es, Moment. Dafür habe ich ja hier das Programm zum Spulen, der Ottobot. Introducing Ottobot. Und ich glaube, dass hier tatsächlich auch ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Ich glaube, das könnte man tatsächlich so oder so ähnlich dann sehen. Nicht im Nachtdorf, sondern im normalen Dorf, weil sie ja gesagt haben, Entschuldigung, lass mal eben ein bisschen laufen im Hintergrund, weil sie ja gesagt haben, dass es durchaus sein kann, dass halt in dem normalen Dorf dann, oder beziehungsweise haben gesagt, es wird ein neuer Roboterarbeiter kommen für das normale Dorf, und da wir Otto im Nachtdorf haben, wird das wohl bedeuten, dass wir dann so etwas oder so ähnlich, ne, wir hatten ja auch schon mal ein Konzeptbild gesehen vor kurzem, ich blende es nochmal ein, so oder so ähnlich, dann wir so einen Arbeiter im Hauptdorf haben könnten, der ja dann der sechste Arbeiter ist. Also der sechste Arbeiter wird dann bestehen bleiben. Er sagt jetzt hier, dass dann Otto sich um alles kümmert im Nachtdorf und so weiter. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Das ist natürlich alles ein April-Scherz. Also das dürft ihr dann nicht zu ernst nehmen. Es geht jetzt wirklich nur darum, dass dieser Ottobot... Moment, ich suche ihn nur mal eben raus für euch. Wo ist er? Jetzt haben wir ihn gleich. Introducing Ottobot. Dass wir den tatsächlich so sehen könnten. Im Hauptdorf. So oder so ähnlich oder so, wie wir den ja... So wie ich den halt auf dem Bild euch zeige, das wir ja schon mal hatten, so in etwa könnte das dann aussehen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob das dann so kommt, weil wir ja so oder so einen Roboterarbeiter sehen werden im Heimatdorf als sechsten Arbeiter. Ich bin wirklich gespannt. Und dann gäbe es auch noch ein paar andere Sachen. Ich spule mal etwas vor. Nicht nur, dass das Dorf eigenständig ausgebaut wird vom Ottobot. Nein. Sie führen auch Tag- und Nachtzeiten ein. Allerdings orientieren sich die Zeiten... Moment, wo ist es? Die orientieren sich an Finnland. Und jetzt kommt ein gutes Beispiel. Wenn es dann bei dir zum Beispiel 14 Uhr ist, dann ist es aber bei Clash of Clans im Nachtdorf trotzdem 23 Uhr und dann ist es trotzdem Nacht. Und er sagt, in Finnland ist es ja sowieso eigentlich immer Nacht, deswegen hast du nur ein kleines Zeitfenster am Tag, wo du halt wirklich spielen kannst, was natürlich nicht stimmt. Nicht, dass ihr das jetzt glaubt. Es ist natürlich gelogen, weil es halt ein April-Scherz ist. Trotzdem sehr gut gemacht auf jeden Fall. Da sehen wir das jetzt auch. Es ist immer Nacht. Du kannst nie wieder das Nachtdorf spielen. Es ist vorbei. Nein, du kannst natürlich trotzdem noch spielen. Dann gibt es noch eine ganz geile Änderung. Bisher hatten wir 5, da guckt er nämlich auch schon ganz gespannt, der Darien. Bisher bestanden die Mauern aus 5 Teilen im Nachtdorf und jetzt sollen sie aus 10 Stücken bestehen, damit du es noch schwieriger hast, halt eine gescheite Base zu bauen. Das stimmt natürlich auch nicht, aber auf jeden Fall gut gemacht. Ach, wir werden so schöne Bases sehen hier. Auf jeden Fall. Ich spule noch mal eben ein bisschen vor. Dann noch die, Moment, wo haben wir sie? Die AI. Die Clash AI. Moment, wo ist das Logo? Da ist es doch. Die Clashy AI. Ja, hat da noch so einen Angriff vorgeführt. Ich werde es jetzt mal ganz kurz ohne Ton abspielen. Also er hat gesagt, mach irgendwie so einen Spezialangriff mit irgendwas. Screenshots, Lalo oder irgend sowas. Und dann kamen am Ende Goblins dabei raus. Die AI hat also nicht so ganz funktioniert bei ihm, muss man sagen. Aber trotzdem auf jeden Fall ein richtig gut gemachtes Video. Es gefällt mir richtig gut. Haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und es ist trotzdem wichtig, das zu gucken. Ich verlinke es euch auch hier drunter. Es ist wichtig, das zu gucken. Und warum ist das wichtig? Weil wir halt den Ottobot haben. Und er sagt, das sind halt so die neuen Inhalte. Aber ich denke mal, dass wir, glaube ich, nicht mehr so ganz so lange warten müssen, bis wir dann wirklich mal neue Inhalte sehen werden. Besonders natürlich Inhalte fürs Nachtdorf, ne? Ansonsten war es das jetzt. Ich kann noch mal ganz kurz eben gucken. Wo ist er, unser kleiner Freund? Da ist er, der Ottobot. Ja. Aber selbst wo sie dann gezeigt haben, wie der Ottobot hier natürlich alles aufräumt, ist er natürlich da nicht, gar nicht zu sehen gewesen. Also
Ob er wirklich so aussehen wird, das weiß man nicht. Allerdings so ein bisschen so ein kleiner Sneak Peek, glaube ich, ist es schon, weil wir ja auf jeden Fall einen Roboterarbeiter dann haben werden. Sowohl im Nachtdorf als auch im Heimatdorf, wenn du da den sechsten Bauarbeiter freigeschaltet hast. Und das war's. Kleine Spezialepisode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir doch mal gerne deine Meinung in die Kommentare. Vergiss nicht, den Creator-Code MBF einzugeben, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns in einer neuen, freshen Episode wieder. Clash of Clans mit mir, dem Fred. Mach's gut. Ein schönes Wochenende. Bis denne. Tschüss.